Willkommen zur vierten Folge der Let's Play-Serie. Wir sind Runde 45 und ja, ich denke, es ist ganz okay. Das sage ich die letzten Folgen auch schon. Aber ich denke, es ist unverändert so. Wir haben in 6 Runden das Mittelalter. Ich werde ein goldenes Zeitalter haben. Bin jetzt schon deutlich über die notwendigen Punkte dafür hinausgekommen. Und ja, ich will halt versuchen, bis dahin nicht mehr allzu viele Zeitalterpunkte zu machen, weil, ja, bringt halt nichts. Die hätte ich denn gerne lieber im Folgezeitalter. Nehmen wir mal erstmal den Kornspeicher hier rein, weil ja, der Campus, das ist einer mit 3 Punkten, also mit 3 Bergen. Das ist ein, der gibt, glaube ich, 2 Zeitalterpunkte oder sowas. Und ja, der, wenn der hier oben kommt, desgleichen. Machen wir erstmal den Kornspeicher, das ist ohnehin sinnvoll. Jo. So, und hier muss man dann auch schauen, wie das weitergehen soll. Ich warte hier noch auf die Bronzeverarbeitung, damit ich hier die Regenwälder holzen kann. Wenn ich jetzt einmal gerade bin hier dabei mit Kaufen. Ich brauche auf jeden Fall noch dieses Feld. Das will ich dann auch noch abholzen. Der hat ja hier 2 Ladungen. Der wird diese 2 Felder machen. Der hat hier einmal zu holzen. Und ich denke, danach geht er hier rüber. Und der Bautrupp ist noch neu. Der wartet. Der wird die 3 Felder hier nehmen. Nämlich hier den Wald wegmachen und dann hier 2-mal Steine ernten. Dafür muss ich auch die 2 Felder noch kaufen. Allerdings, das wird noch eine ganze Weile eine Weile dauern. Da muss Magnus erst noch hierher und naja, das wird auch nicht so einfach. Ich habe mir ja gerade mal so ein bisschen die Karten gelegt nach Pause und geguckt, wie das vom Timing hinkommt und ich musste feststellen, es kommt eigentlich nicht wirklich gut hin. Magnus muss hier auf jeden Fall noch warten, bis das Zeitalter gewechselt ist. Einfach weil ich werde hier Monumentalität nehmen, was mir na, sag mal, die Handwerker und Siedler vergünstigt, dass ich die kaufen kann. Also das lässt mich die vergünstigt kaufen. Und ja, so lange muss er noch hier bleiben, weil selbstverständlich will ich dann hier die Siedler kaufen. Die Planung ist soweit. Wenn ich mir die Karte hier so angeschaut habe, das soll ein nächstes Stadtfeld werden. Abstand ist ganz gut und da habe ich dann auch Süßwasser. Lieber wäre mir fast hier oder hier, so vom Abstand passt das besser. Und dann hätte ich auch hier noch schöne Felder zum Beispiel für einen Campus hier, aber trotzdem, das ist zu nah an Paris, die Felder will ich nicht wegnehmen. Dann habe ich hier mir überlegt, hier unten auf diesem ebenen Hügel, so rum bitte, würde dann 2 die nächste Stadt sei. Ich könnte hier auch in die Ebene gehen, aber hier auf dem Hügel ist mir schon lieber. So, und dann würde noch, naja, aber das ist dann vielleicht schon sehr optimistisch, wäre hier noch eine Stelle. Allerdings, da muss man wirklich gucken, inwieweit da nicht am Ende Korea schneller ist. Das ist ja hier ein Naturwunder. Das wäre schon gar nicht schlecht, wenn ich da gründen könnte. Da hätte ich auch Süßwasser und das passt eigentlich alles von den Abständen sehr gut. Und dann habe ich hier noch geschaut, hier, wenn ich dann einmal bei bin mit den Stadtplanungen, wäre, glaube ich, das hier auch noch ein Stadtfeld. Das ist natürlich dann mitten hier in der Karapinar-Wüste. Das wäre möglicherweise denn eine Petra-Stadt. Das könnte ich sicher gut irgendwo hier hinsetzen. Das hat einen guten Abstand zu Paris und Rennes. Und gut, das wird mir nicht so sehr viel bringen, die Stadt in Richtung Übernahme der späteren von Australien oder anderen KI. Trotzdem, das wird sicherlich auch eine ganz ordentliche Stadt. Naja, und hier unten ist eh eine Lücke zu den Stadtstaaten, das passt schon. So, und dann hätte ich natürlich auch gern hier oben noch irgendwo eine. Ich weiß nicht, hier oder da, wenn die Khmer hier irgendwo gründen, kann ich das natürlich vergessen. Packen wir das erstmal hier hin. Und hier, ich weiß noch nicht so genau, da habe ich noch zu wenig Aufklärung. Ich denke, rein von der Gebietssicherung wäre sicherlich hier eine Stadt als erstes wichtig und die womöglich auch. Allerdings, das könnte sein, dass ich hier schon Loyalitätsprobleme kriege. Ich habe hier noch nicht so viel aufgeklärt. Muss man mal gucken.
Aber ich gehe mal davon aus, dass hier Korea oder Rom sitzt. Ja, und das wird hier schwierig werden. Die Stadt dürfte wesentlich einfacher zu gründen und zu halten sein, wenn die zwei Städte schon stehen. Aber dann könnte es natürlich auch wieder zu spät sein. Überhaupt, ich hatte ja schon mal erwähnt, klar, ich muss die Lücken hier irgendwo schließen, so wie auch im Westen durch Städtegründung. Aber auf der anderen Seite, wenn ich natürlich die Städte nicht gründe und dann die KI dort gründet, ist es am Ende, zumindest mal bei meinem Spielansatz, eigentlich egal. Naja, vielleicht nicht ganz. Wenn ich so gründe, dann kann ich die Stadt sicherlich von vornherein ein bisschen optimaler aufstellen, gerade was die Positionierung der Bezirke angeht. Insofern würde ich es schon vorziehen, die Städte selbst zu gründen. Aber wenn das eben schief geht und die KI mir doch zuvorkommt, ja, dann ist es nicht ganz so schlimm. Ich denke, das sollte denn perspektivisch eben trotzdem passen. Gerade so eine doch etwas vorgezogene Stadt, da sollte ich eigentlich ganz gut Chancen haben, mit Loyalitätsdruck was zu machen. Ob hier unten noch weitere Gründungen möglich sind, weiß ich nicht. Hier kommt ja. Was kommt da eigentlich? Da ist eine Stadtgrenze. Sehe ich jetzt erst. Aha, wollte gerade sagen, da kommt ja keiner. Da habe ich ja Platz. Okay. Weiß ich nicht, wer das ist, muss ich dann auch mal aufklären. Ich glaube, da werde ich den mal runterschicken und mir das mal angucken. Wenn der hier anfängt zu gründen, hier in dem Bereich, dann wird das natürlich auch. Ach, das ist ja wieder. Aha, gut. Habe ich noch gar nicht gesehen. Naja, mal schauen. Aber so oder so, die Siedler, ja, Bauten oder Käufe, das wird eben erst im Mittelalter passieren, in 6 Runden. Und man sieht schon, die meisten Städte sind alle hier Richtung Osten. Selbst hier Richtung Nordwesten sollte der Siedler idealerweise von Paris loslaufen. Naja, und dafür muss ich es halt eben in Paris, bauen, kaufen. Und dafür muss Magnus eben in Paris sein. Ist ein bisschen ungünstig, weil eigentlich war die Planung ja, dass Magnus hier nach Rennes wechselt, um dort das Orakel zu holzen hier. Naja, muss man mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht werde ich denn erstmal zwei Siedler kaufen, wenn ich denn hier fertig bin und im Mittelalter, dann wechselt Magnus hier runter und dann muss er halt hinterher zurück. Ich habe nicht so extrem viel Holzarbeiten hier vor. Tja, vor den Feldern muss man denn mal sehen. Da wechselt diese schon mal erwähnte seltsame wie soll ich sagen, Feldeinsammellogik irgendwie fast jede Runde hin und her. Im Moment wäre es das richtige Feld, das, was ich haben will. Aber da bin ich absolut nicht von überzeugt. Das kann durchaus sein, dass es nächste Runde dann plötzlich hier das Bergfeld ist oder hier so ein sinnloses anderes Ding. Man weiß es nicht. Die hier unten, die Steine, die ich natürlich denn brauche, um denn die zu ernten, das wird wohl eher nicht passieren. Die sind ja im dritten Ring. Wenn ich die nicht kaufe, kriege ich die garantiert nicht. So, Karte habe ich nicht, werde ich auch nicht reinmachen. Also die Karte, die das kaufen kann, muss ich da machen. Dann holen wir uns hier die zwei. Das war halt hier auch noch wichtig, weil ich da holzen will. So, jetzt haben wir genug Felder gekauft. Gold haben wir fast wieder alles ausgegeben. Naja, aber das kommt auch wieder rein. Okay. So, Sion Diok, du meinst, dass uns wahre Freundschaft verbindet. Das sollte mir natürlich sehr recht sein. Was er da mit den kleinen Nationen erzählt, würde ich stark von ausgehen, das sollte ihre zweite Agenda sein, dass sie da eben die Stadtstaaten mag oder sowas in der Art. Und das wäre mir ja durchaus recht. Da habe ich nicht vor, die irgendwo zu erobern, zu belästigen oder sonst was mit denen. Oh, Hongkong. Sonst was mit denen einzustellen, da könnte ich durchaus gut mit ihr zurechtkommen, wenn sie das mag. Mal ein bisschen Mann weiter, okay. Hier komme ich nicht durch. Ja, es ist wirklich ein Haufen Berge hier nördlich von Paris. Das ist natürlich schlecht, da können überall keine Städte hin. Aber wie gesagt, wenn ich hier die Gründung hinbekomme, dann sollte das eigentlich auch ganz gut gehen. So, naja, dann lass mal schauen jetzt hier. Ich werde als erstes auf Rad gehen. Zweites wird das Bogenschießen sein. Mal gucken, ob ich irgendwo Eisen habe. Dann geht es in der Eisenmine weiter. Aber wenn nicht, dann. Ach, doch, warte, hier ist doch irgendwo was. Ah, okay. Ne, Paris. Ich wollte gerade sagen, wenn ich halt keine Eisenmine habe, dann werde ich auch den Bonus nicht kriegen. Dann muss es halt sowieso ohne gehen.
Alles klar. So, hier muss ich eigentlich auch nochmal wechseln. Politische Philosophie, das sollte sich jetzt ausgehen. Wir haben noch 5 Runden. Dann habe ich kurz nach dem Zeitalterwechsel bin ich denn da drin. Und ja, das war mein Ziel. Dann kann ich jetzt hier auf jeden Fall mal, oh, mal gucken, was kriege ich denn hier? 27 Produktion. Und nach dem Regierungsplatz 27 bin ich hier bei 50. Ja, das ist ja gar nicht übel. Denn haben wir hier einen Handwerker. Schleuderschütze muss auch noch sein. Der Campus wird dorthin gehen. Nein. Das will ich ja jetzt erst wegmachen. Falscher Klick. So ist besser. Okay, das sollte funktionieren. Das Ding hat noch. Ja, so war ja auch der Plan. Dann mal weg den Regierungsplatz. Und jetzt kann ich es auch setzen, den Campus da. Komm her. Passt. Okay. Platziere das Ding. Sehr gut. So, jetzt habe ich ja noch den einen Punkt frei. Wenn ich jetzt hier rote, dann sollte das irgendwo anders reingehen. Vielleicht in den Handwerker. Naja, doch, ich brauche den Handwerker. Der mit seiner Einladung kann hier rüber marschieren. Und wenn ich den neuen Handwerker habe, der könnte einfach mal hier 3 Minen bauen. Das wäre ja auch schon mal gar nicht übel. Okay. Sehr schön. Jetzt können wir das hier wieder zurückwechseln. Wunderbar. So, Pingala ist Rennen etabliert. Ja, ist okay. Da kann er stehen bleiben und ein bisschen zusätzliche ja, Kultur und Forschung erzeugen. Viel ist es nicht. Durch Modifikatoren. Naja, mal sehen. Der ist wahrscheinlich so hin erst nächste Runde damit dran. Na gut, kannst du hier auch weg. Dann wollen wir mal schauen. Antike endet in 4 Runden, ja. Ich kann den neuen Gouverneurtitel und kriegt der Magnus seine Vorsorgebeförderung und ja, jetzt habe ich dann demnächst die Siedler. Die kosten dann halt keine Bevölkerung mehr, wenn ich die hier baue. So, er ist hier fertig. Mehr kann er nicht machen. Dann werde ich mal hier ein bisschen südlich von Kandy das Gebiet aufklären. Ich habe ja hier Quest, Handelsweg und das wird natürlich nur funktionieren, wenn ich ja, da auch einen Weg dahin habe. Sonst geht das ja nicht. So, du gehst hier auf den Dschungel. Du gehst da auf, ja, mach mal, passt, auf den Dschungel. Okay. Mal weiter da im Text. So, jetzt haben wir hier noch, was kriegen wir denn hier? Wir kriegen hier wieder 27. Muss ich wieder gucken, 27, dann wäre ich da aber drüber. Das will ich natürlich nicht. Machen wir das mal so in den Campus, das sollte gehen. Handwerker rein, da passt. Du gehst weiter nach Richtung Kandy. Ach ja, das ist er wieder hier mit. Ich habe zu wenig Land. Aktuell so viel Angst vor Expansion. Nein, habe ich nicht. Ich bin nur geduldig. Ich hoffe, er ist auch einigermaßen geduldig mit mir. Wird schon gehen. Irgendwann habe ich das Land. Da bin ich relativ sicher. Aber im Moment muss es halt einfach mal noch so gehen. So, ran hier mit dir. Du kannst dich da hinstellen. Stellt sich schon wieder Candy bereit, um mich aufzuhalten.
Mehr Wohnraum in Rennen, ja, der hat jetzt Größe 5, mehr wird da nicht gehen. Aber dafür habe ich ja den Kornspeicher, der bringt ja, glaube ich, auch ein bisschen Wohnraum. Okay, da haben wir dann gleich den Bautrupp. Ich werde den Kornspeicher jetzt ja auch fertig bauen lassen. Der ist ja auch nicht schlecht, gerade eben wegen der gerade erwähnten Wohnraumproblematik. Du kannst mal eine Runde heilen. Da ist jemand fertig. Über den Fluss. So, vier Runden sind hier. Das sollte sich aber ausgehen. Nächste Runde ist es ja schon soweit und den baue ich halt fertig hier, den Campus, der kann denn dahinter her. Ja, das ist schon in Ordnung. Bitte nehmt unseren leckeren Juckpo. Bitte was? Okay, da lasse ich mich jetzt mal nicht wieder aus. Ich muss aber jedes Mal wieder grinsen, wenn das irgendwo im Spiel auftaucht mit dem juckenden Po. Es ist irgendwie witzig, finde ich. So, Herr John Curtin, wollen wir mal gucken, ob ich. Magst du Pferde? Ich meine, der hat zwar ein paar Pferde. Ja, Marker, okay. Okay, das war gar nicht schlecht. 96 Gold wieder reich rüber und wir haben miteinander gehandelt, das ist auch gut. Ich würde gern diese gelben Sachen da hinkriegen. So, ein neues Zeitalter beginnt. Dieses eures Volk, also nur Prahlerei. Okay, das heißt, er mag keine goldenen Zeitalter. Das ist nicht so gut. Oh, aber er mag goldene Zeitalter. Mensch, vielleicht kommt man mit Australien viel besser langsam. zurecht, als ich das Aber gedacht habe. Das klingt ja eigentlich gar nicht schlecht. So, dann wollen wir das hier gleich mal angehen. Die Klassik beginnt. Trajan ist im dunklen Zeitalter und die anderen sind alle normal. Ich bin im goldenen. So, und ja, die Sache hier ist ziemlich eindeutig, muss ich sagen. Mit Religion habe ich ohnehin nichts am Hut. Freie Forschung, Stift und Pinsel sind zwar irgendwie ganz witzig, aber Monumentalität ist einfach mega stark in meinen Augen, zumindest gerade jetzt in der Klassik. Die Handwerker sind ein bisschen schneller, das ist erstmal nur nett, aber sicherlich nicht so riesig. Allerdings, dass der zweite Teil, dass ich Einheiten, zivile Einheiten mit Glauben kaufen kann und dass die Käufe generell dann eben auch noch günstiger sind, das ist einfach toll. Und dann machen wir das nochmal. So, jetzt haben wir hier noch neue Quests gekriegt von Stadtstaaten, großen General, das ist natürlich erstmal Käse. Bogenschützen, das ist gut. Handelsweg nach Nazca ist eigentlich auch nicht so schlecht. Okay, naja, durchwachsen, wie so oft. Alles klar, so, dann kannst du da die Mine setzen. Ich den Bonus für Eisenverarbeitung. Jetzt steht der da wieder im Weg, ne? Oh, warte mal, da komme ich durch. Ha, cool. Sehr schön. Die Frage ist, zeig mal, habe ich jetzt schon Handelsweg nach Kandy? Nee, habe ich nicht. Es ist. Ach, hier sollte es ja eigentlich lang gehen, ne? Wenn ich das hier so angucke, der Weg wäre ja durchaus vorhanden. Vielleicht geht es erst nächste Runde. Aber gut, aber auf der anderen Seite ist es schon relativ weit weg. Und abgesehen davon habe ich auch noch Nazca eine Möglichkeit. Ich werde mal die Eckchen hier noch aufklären und dann gehe ich nach Osten weiter. So, dann schauen wir mal, wie das jetzt hier weitergeht. Du kannst auf jeden Fall den Campus bauen, das ist auch soweit okay. Hier machen wir weiter Richtung politische Philosophie für die neue Regierung, das ist auch okay. Bogenschießen habe ich in vier Runden. Dann kann der abgegradet werden, das ist auch gut. So, dann wollen wir mal gucken, wen wir hier haben. Ach, naja, also dich hätte ich jetzt. Ah, das ist aber eklig. Ah, nee, den mag wohl niemand, Soriana, als Nachbar. Zumindest nicht, wenn er friedlich bleiben will. Naja, wollen wir mal gucken. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen.
Ja, zum einen ist er halt generell ziemlich aggressiv. Nichts Neues, glaube ich. Das Problem ist aber eben auch, machen wir erstmal hier die Delegation. Das Problem ist eben auch hier seine erste Agenda. Ja, Korps und Armee will er einsetzen. Und ja, wenn ich keine Korps erstelle, dann bin ich bei ihm unten durch. Das passt natürlich schlecht, aber ja, so ist es denn eben mal. Kann man nicht ändern. Ich überlege gerade, wie ich das hier mache. Kann ich mir in. Hier ist ja immer noch das Barbarenlager, ne? Wenn ich den hier hinstelle, gut, ich könnte, wenn ich den zum Bogenschützen mache, dann könnte er von hier aus angreifen. Kann ich aber erst in 3 Runden. Naja, mal gucken. Komm mal her. Wir machen das mal so. So. Alles klar. So, du hast da die Eisenmine gebaut. Das ist wunderbar. Jetzt bauen wir mal hier noch 2 weitere Minen. Dann hast du deine Ladung verbraucht. So, jetzt ist da der Weg frei. Jetzt schauen wir gerade nochmal. Wir haben hier nichts, aber so sei es denn. Wenn irgendwo die Reichweite genügt, dann komme ich da auf jeden Fall durch. Und dann ist es meinetwegen okay. Ach, hier müsste ich über den Fluss rüber. Ach, wir gehen nach Osten dann. Komm her. Ja, Zulu habe ich getroffen. Gerade nochmal ein Zeitalterpunkt. Nun gut. Jetzt sind wir hier, ach, ich wieder intensiv beschäftigt mit Regierung, mit Holzen und eigentlich hätte ich schon längst andere Dinge machen sollen, aber so sei es denn. Wir sind in der Klassik angekommen durch die politische Politik ist Philosophie, die Kunst des können Möglichen. auch eine Regierung freischalten. Ja, natürlich nehme ich die klassische Republik. Die anderen haben hier zu viele rote Karten, Militärkarten. Die brauche ich einfach nicht. So passt das deutlich besser. So, dann wollen wir mal gucken. Wunder der Antike habe ich ja noch drin. Das war von den hängenden Gärten, aber die werden drinne bleiben. Also Antike und Klassik, weil es geht gleich weiter mit dem Orakel. Wobei, da müssen wir mal gucken. Orakel steht an, ja. Und vielleicht auch die große Bibliothek, aber naja, es dauert schon noch ein paar Runden. Lass mal nochmal gucken, das müssen wir nochmal in Ruhe überlegen. Ziehen wir mal erstmal hier noch unsere Speer ein bisschen herum und dann gucken wir uns das da. Jetzt kommt da schon wer. Ich habe es mir doch fast gedacht. Na gut, bleibt er erstmal hier noch stehen. Dann kann er immerhin einmal drauf schießen. Ausrichtung wählen. Dann gehen wir hier auf Drama und Dichtung. 2 Campusbezirke sieht auch gut aus. Die werde ich in Kürze haben. Und dann ist nämlich hier die große Bibliothek freigeschaltet. In einer Runde der erste und in 3 Runden der zweite. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich hier aber mal wirklich ran. Das war ja schon längst geplant. Und ein Siedler, das jetzt kommt der hier angerannt. Und ich brauche eigentlich ja dann auch noch Verteidiger davon. Ach, das passt aber auch alles gar nicht. Die Ahnenhalle brauche ich. Dann kriege ich einen Handwerker kostenlos bei Städtegründung. Der steht auch an. Da ist der Schleuderschütze, der könnte mir natürlich helfen, aber wenn ich den jetzt hier irgendwie benutze, ist natürlich auch nicht so ideal. Den da hinten abzuziehen. Das könnte aber trotzdem Sinn machen. Wenn ich jetzt einen Siedler kaufe und hier losrenne, das ist aber auch irgendwie. Ach Mensch! Mach das aber trotzdem. Schleudere hier ran, du bleibst da stehen mit dem Krieger. Dann machen wir hier erstmal unsere letzte Ladung. Wunderbar, 3 Minen gebaut. Das ist mein Ausbildungsbonus. Das Heureka.
So, dann schauen wir mal, wie teuer sind die denn jetzt? Ein Siedler zu 150, das ist ja schon mal toll. Das kann man wirklich mit arbeiten. Der Handwerker, der kostet 100. Ich nehme auf jeden Fall hier erstmal einen Siedler. Mal gucken, wie sich die Kosten da entwickeln. Ach so, ja. Mal da gleich mal schauen. Der nächste würde 195 kosten. Bei 6 Glauben pro Runde kann ich das, glaube ich, vergessen. Das wird mir nicht weiterhelfen. Da wird es eher ein Handwerker sein, den ich noch nutzen kann. Das ist aber vielleicht gar nicht schlecht. Ich habe ja hier den einen Handwerker für diese drei Felder zum Holzen. Der hat das eine Feld und wenn ich dann noch einen Handwerker hier hätte, würde mir das durchaus auch helfen. Aber erstmal muss ich nochmal gucken, wie ich das hier mit dem Siedler und der Begleitung mache. Der Schleuderer kann dann natürlich ja mit dem Siedler mitlaufen. Wenn ich noch einen Siedler haben wollte, dann müsste ich den ja dann eigentlich auch gleich kaufen. Produktion der Campus ist natürlich in Ordnung, aber ich werde natürlich keine weiteren Städte gründen, bevor die Ahnenhalle nicht fertig ist. Das ist aber auch alles nicht toll. Ja, da muss ich eigentlich noch den Handwerker kaufen und die Ahnenhalle holzen hier, würde ich sagen. Ja. Okay. Also, nächste Runde zieht der Siedler hier los. Das ist okay, dann kaufe ich einen Handwerker. Der wird dann hier hingehen, holzt die Ahnenhalle und dann kann ich auch noch einen weiteren Siedler kaufen und danach geht dann Magnus hier runter. So wird das laufen. Und Ren hat den Campus, das ist okay. Dann kann die Wassermühle da auch hinten ran. Naja, im Orakel verzögert sich es natürlich dann ein bisschen. Auf der anderen Seite, wenn denn Magnus erst da ist, werde ich das Orakel sicherlich locker in zwei, drei Runden hochziehen können. Das sollte funktionieren. So, das heißt aber auch, dass kurzfristig ich diese Wunderproduktion nicht brauche. Da kann die Produktion rein. Geländerfelder kaufen, naja, das habe ich nun schon durch. Das andere ist eigentlich auch nicht weiter interessant. Gold durch Handelswege, naja, einen Handelsweg habe ich, das wäre 2 Gold pro Runde, aber naja, es bringt ja alles nichts. Nehmen wir mal den hier noch rein. 2 Einflusspunkte pro Gesandten ist gut. Und hier nehmen wir den ersten, das passt auch. Die anderen Leute, die müssen hier halt noch ein bisschen warten. So, okay. Ach, da ist ja, wollte gerade sagen, warum ist denn der verletzt? Da hat es hier eine Flut gehabt. Das ist ja wieder ein Käse, so ein Mist. Da steht ja genau da drin, wo es eine Überschwemmung gibt, so ein Mist. Naja, gut, so ist das halt mal. Das ist natürlich dein Pech. Was jetzt? Achso, du kannst da noch, ne. Na, ich habe ein bisschen wenig Militäreinheiten. Wobei das nicht schlimm wäre. Nur dieses Lager da ist natürlich wirklich echt störend. So, das sind meine 3 gibt es sogar. 3 Zeitalterpunkte für den Campus. Feine Sache. Jetzt machen wir erstmal hier noch Freundschaft mit Seonjuk. Korea nimmt die Freundschaft an. Ich war kurz davor, euch das selber anzutragen. Ja, das finde ich gut. Wir haben unsere erste Freundin, passt. Jetzt gucke ich gerade hier nochmal. Ich habe ja hier noch den einen Gesandten. Da könnte ich mir hier einen Suzerän holen oder eben Kandi. Über Kandi 2 nehmen und ich mache natürlich hier. Aber das mache ich mit Kandi. Gibt dann auch noch 2 zusätzliche Glauben. Das ist gar nicht so übel. Dann habe ich 3 Stück. Die nächsten Gesandten, die ich kriege, die können denn da. Was ist das hier für ein Quest? Also, das ist der Handelsweg. Naja, das wird so schnell nicht passieren. Okay. Zack. Passt. Sauber. Ein Quest für Granada. Ja, wenn ich den Bogenschützen denn, das würde ich natürlich auch gleich machen. Wenn ich den denn habe, das gibt dann auch gleich noch eine Questerfüllung. Ja, das dauert hier ein bisschen, das ist leider so.
müsst euch da durchbummeln. Hier muss das der Krieger halten, aber das schafft er schon. Was war hier? Der Mysifrost kann jederzeit ausbrechen da. Na gut, nicht mein Problem. So, wir wollten hier einen Handwerker kaufen. Die Ahnenhalle ist hier im Bau. Aber wenn ich den jetzt für Glauben kaufe, dann kann ich natürlich nicht mehr ein Rennen kaufen nachher. Aber nachher ist nachher. Bis dahin haben wir vielleicht 9 Glauben oder wir nehmen es denn für Gold. Ist ja auch nicht schlimm. Oh, jetzt kommen sie hier aber mit Massen. Oh, das ist ja ein Mist. Ich schoss einen Pfeil in. Können die denn da so viele auf einmal anbringen? Das ist natürlich wieder blöd. Ich meine, den einen, den wird er locker halten. Das wird nicht das Problem sein. Es wäre jetzt natürlich toll, wenn ich noch einen Bogenschützen hier zur Verfügung hätte, aber hält das den Siedler wieder auf? Na gut, erstmal werden wir hier. Das hat jetzt für die Ahnenhalle nicht wirklich viel gebracht. Das war das Quest für Vilnius. Sehr gut. Was war jetzt? Das war Handelsweg. Hier ist auch Handelsweg. Und hier ist ein großen General. Na gut, das ist natürlich nur doof. Ja, wobei, dann können wir es eh warten hier. So, also natürlich schon wieder Mist. Da stehen die nächsten Barbaren herum. Und ich bin dann durch die blöde Überschwemmung halb kaputt hier. So ein Mist. Naja, so. Danach hat er einen Haufen Gold. Die mir am liebsten hier gleich noch Zitronen mitverkaufen. Ne? Ja, das ist natürlich zu viel. Schade, das Gold kann man nicht so einzeln hochmachen wie die anderen. Das ist zu viel. Also wie zum Beispiel die Pferde, oh, das war Gott. Die Pferde oder Gunst. Naja, aber so oder so haben wir nochmal 113 Gold. Das ist ja auch nicht übel. Passt soweit. Oh, und da hilft ein bisschen. Die ganze Welt ist Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Wunderbar. Das sieht auch gut aus. Jetzt habe ich den ersten Gesandten. Naja, muss ich direkt mal schauen. Aber wahrscheinlich kommt hier nicht zufällig gleich ein Stadtstaat. Das wäre natürlich witzig. Naja, das ist alles römisches Gebiet. Hier ist ja auch dann eine römische Stadt. Ja. Okay. Dann können wir die Karte ja da rausnehmen. Mit dem ersten Gesandten. Und dann würde ich doch sagen, Wissenschaftler, doch im Moment hätte ich gerne Wissenschaftlerpunkte, ist mir gerade gar noch lieber, als das mit den Schriftstellern. Wie sieht es denn aus bei den Persönlichkeiten? Korea ist vorne weg, wer hätte das gedacht? Heurika für Mathematik und eine zufällige Technologie, naja, das brauche ich ohnehin nicht unbedingt. Ansonsten ist das hier recht interessant. Die Zulu sind beim großen Propheten, die Khmer auch. Sonst niemand. Okay. So, du hast hier eine Beförderung. Das ist natürlich gar nicht übel. Also den Schlachthof. Ich würde hier. Ach so, nicht mein Gebiet. Dann komm mal ran. Ich wollte gerade sagen, könnte ich auch befördern, aber das geht natürlich nicht. Weil mir da das Gebiet fehlt. So, dann kannst du hier. Das kannst du nicht. Kannst du nicht. Ich sehe hier ein bisschen wenig. Das ist hochgefährlich. Du musst da hinterher. Das hilft alles nichts. Das muss der andere hinkriegen. So.
Soweit, so gut. Magnus bleibt noch hier. Ich würde schon noch einen Siedler kaufen und dann noch einmal hier holzen. Und dann kann Magnus weg nach Rennen. Das können wir nächste Runde machen. Das ziehen wir gerade noch mal mit rein. Mal sehen, ob der sich hier kaputt haut. Würde ich fast davon ausgehen. Ah, macht er, dann kommt der nächste an. Och, und da sind noch zwei. Naja. Da brauche ich hier auf jeden Fall den Bogenschützen. Aber gut, dafür ist er ja auch schon da. So, dann geh du hier rauf. Holz da das letzte in Ahnenhalle passt und du gehst dem Siedler hinterher. Und ich würde sagen, der wartet mal eine Runde. Du wartest hier auf. Der kann einmal heilen. Hier gehen wir rüber über den Fluss. So, dann lass doch gerade mal schauen, wie sieht das jetzt hier aus. Die Ahnenhalle ist in einer Runde fertig. Dann haben wir auf jeden Fall Wassermühle, natürlich die Bibliothek. Theaterplatz kommt hier hin. Würde sagen, na, nicht so einfach. Das Ding bauen wir hier schon. Den Schleuderer würde ich denn mal hier noch vorziehen, sicher ist sicher. Okay, die Ahnenhalle wird rechtzeitig fertig werden, bevor hier jemand gründen kann. Hier gibt es erstmal noch nichts mit kaufen, aber dann nehmen wir doch hier gerade noch mal einen Siedler für 390 Gold. Kann ich mir gut leisten. So, und dann tschüss Magnus, du hast hier echt gut gearbeitet, mehr für den Moment machen wir mal nicht mehr. Dann gehst du also nach Renn. Und Pingala kann so lange nach Paris. Sehr schön. Okay. Haben wir doch, glaube ich, alles soweit ganz gut vorbereitet. Der kann hier weg. Das ist okay. Jetzt gucke ich gerade hier nochmal. Was holt er sich momentan als nächstes Feld? Ich glaube, der hatte wirklich den hier geholt. Haben wir schon fast gedacht. Etwas sehr strange, aber so ist es halt mal. Gut, ich denke, an dieser Stelle ist dann wieder Pause angesagt. Jetzt geht es sicherlich dann eben darum, mal hier die Barbaren loszuwerden und hier Städte zu gründen. Das wird denn die Aufgabe für die nächste Folge sein. Für den Moment bedanke ich mich dann wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.